Ich habe in Corona, viele Freunde von mir haben so Hobbys, ne, entwickelt. So, ich glaube, viele hatten Zeit und haben dann so irgendwie so, weiß nicht, Sprachen gelernt oder ein Freund von mir Klavier gelernt. Einfach so, ich habe so viel Zeit gelernt. Klavier spielt jetzt in der Band, richtig krass. Und ich hatte so andere Schwerpunkte. Ich habe angefangen zu kiffen, tatsächlich. In Corona mit 35, viel zu spät. Also viel, so alle rauchen so mit 16, 17. Also, boah, das macht voll müde, nee, keinen Bock. Und ich bin so mit 35, das ist so, als würde ich irgendwie jetzt zu meinen Freunden gehen und so, hey, guck mal, ich habe mir einen Tamagotchi gekauft. Guck mal, wenn ich das nicht füttere, dann stirbt es. Und alle meine Freunde so, ja, Digga, wir haben Kinder. Ist das gleiche Prinzip. Nur wir haben den Reset-Knopf nicht. Das Schlimme ist, ich bin so einer, wenn ich dann rauche, kriege ich so irrationalen Appetit. Ne? Also ich habe nicht Hunger oder so, weil ich noch nichts gegessen habe, sondern ich kriege dann einfach so Bock. Dann kommt einfach so das Wort so um 3 Uhr nachts, so Torte. Einfach. Und ich bin da gerade am Gegenkämpfen. Also ich habe in Corona sehr viel zugenommen. Irgendwie, ich habe so knapp 100 Kilo gewogen und es war an sich okay, aber ich habe nichts mehr gemacht. Ich lag noch auf der Couch, kiffen, essen, Fernseher gucken und meine Uhr war total verwirrt. Die wusste immer gar nicht mehr, wann ich liege, wann ich stehe. Die war dann irgendwie so, ich bin einmal zum Kühlschrank, 4 Meter. Die so, oh, es scheint, dass du trainierst. Das ist mega. Ich bekam eine Medaille fürs Zurückkommen. Es war mega. Ich habe echt ein bisschen zugenommen und mir ging es irgendwann einfach nicht mehr gut. Ne? Ich war sehr träge und dann bin ich wieder zu meinem Arzt, meinem Hausarzt allerdings, und der ist mega cool. Wir haben Blut abgenommen und mein Leberwert war leicht erhöht durch das Fressen und dann musste ich eine Untersuchung machen, die ich nicht so gerne mag. Ich mag Ärzte, meine Zahnärztin mega, ich liebe dieses Gefühl, wenn jemand dir hilft, wovon du keine Ahnung hast. Ich könnte mich nicht selber operieren. Das ist cool, dass Leute sagen, hey, ich mache das so, ich helfe den Menschen, vorausgesetzt das Geld stimmt. Das finde ich cool. Diese Ehrenleute und Ultraschall ist die Untersuchung. Ich kann Ultraschall nicht ab. Meine Freundin lacht sich immer kaputt und sagt, stell dich nicht so an. Ich muss das jedes Mal tragen. Aber ich finde diese Untersuchung, ich fühle mich danach nie sauber oder irgendwie gesund oder so. Ich fühle mich so benutzt und dreckig. Das so, man liegt auf dieser Liege, weil man zugenommen hat und es ist kalt irgendwie und keine Ahnung, kommt so der Arzt rein und dann nimmt er dieses Gerät, aber der kann ja nicht direkt an die Haut gehen, ne? Weil das bleibt dann so kleben, deswegen braucht er dieses Ultraschallgel. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber diese Ultraschallgelflasche, die ist nie voll irgendwie. Gab noch nie, dass der Arzt so sagt, oh Gott, alles verschüttet, mega rutschig, oh, viel zu viel, egal. Es ist immer so, als wäre die letzte Untersuchung 10 Jahre her. Und er so, hä, das haben wir noch, hält es so ins Licht, als wäre das so eine Frittenbude und die haben noch Mayo gefunden, das ist irgendwie so. Dann flippt er die über meinen Bauch und schüttelt so und ich krieg Angst irgendwie, ne, dass die abrutscht in meinen Bauchnabel rein. Ich sehe diese Flasche, krieg gleichzeitig Bock auf Pommes, ganz komische Situation. Und irgendwann drückt er dann ab und es kommt so eine halbe Sekunde Gel raus und danach nur so pff, überall verteilt, im Gesicht. Und ich so, hey, wir waren noch nicht essen. Also es ist gefährlich. Und es ist krass, dann nimmt er direkt sein Gerät, kümmert sich gar nicht um mich, behandelt mich wie Dreck und ist da so am Rumrödeln, guckt in seinen Monitor und ich lieg da und merke so, wie das Gel an der Seite runterläuft. Und ich lieg da und denke, ich hab nichts zu tun, ich bin hier, ich nehme meine linke Hand und schieb es so zurück, ich helfe dem. Und das mache ich so 3-4 Mal, habe ich das gemacht und meine Hand war voller Gleitgel, so zwischen den Fingern, alles war glitschig. Und dann gab es den Moment, wo wir beide im selben Moment mit unseren Händen in die gleiche Richtung wollten. Und wir sind so ineinander gerutscht. Und er ließ das Gerät fallen und es war einfach Stille. So, er guckte mich einfach an und ich guckte ihn an. Es war einfach 3 Sekunden, ist nichts passiert. Und dann habe ich ihn geküsst. Es war der perfekte Moment. Es war der beste Moment. Er war über mir. Es wirkt, als würde er unser Baby kontrollieren. Es war perfekt. Vielen lieben Dank, Leute. Danke euch. So, jetzt habe ich 20 Sekunden Zeit, hier Werbung zu machen. Ihr könnt abonnieren, kommentieren und den ganzen Tag am Rechner verbringen und andere Videos gucken und es hört nie auf und ihr werdet euch ärgern. Aber macht es doch einfach. Ich meine, warum nicht? Rollt euch noch ein und dann geht's weiter. Vielleicht das nicht.